Ja, nochmal kurz was zwischendrin, was mir gerade so begegnet ist. Der ein oder andere von euch wird's vielleicht gemerkt haben, so vor einer Woche ungefähr am 22. kam raus, ja, eBay hat da mal eben 145 Millionen Kundendaten irgendwie verloren. Sache ist, ja, in den letzten Tagen sind offensichtlich wieder ein paar aufgetaucht. Die haben zum Beispiel von heute weitere Schwachstellen und erzwungener Passwortwechsel. So, ja, gegen die Schwachstellen kann ich nichts machen, dass die nicht coden können. Kommt vor. Und Passwort wechseln, ja, dazu wurde ich dann heute genötigt. Und zwar kam dann irgendwie sowas, ja, ich soll bitte meine E-Mail-Adresse eintippen oder meinen Nutzernamen oder sowas und mein Kennwort ändern. Ich habe inzwischen angewöhnt, wenn ich irgendwo Passwörter oder so eintippe, dann gucke ich mal nach, ob die Passwörter überhaupt halbwegs sicher hin und her gehen. Also gucken wir einfach hier nach, ja, fyp.ebay.de, Identität bestätigt, Verbindung, ja, Class 3, Serverzertifikat DLS 1.0, Verbindung ist mit RC4. Vier verschlüsselt MD5. RC4 MD5. Lasst mal gerade schauen, was mein Firefox dazu sagt. Hier oben groß rot. Warning, very weak. So. Und ich habe hier schon rumgebastelt und RC4 abgeschaltet. Wenn wir jetzt mal hier bei Quality SSL Labs einen Test da drauf fahren, ein bisschen runtergehen, dann sehen wir jetzt hier die, wo ist es, wo ist es, wo ist es? Da, die unterstützen Cipher-Suites. Per Default wird versucht, RC4 mit MD5 zu benutzen. Das ist so ungefähr das Schlechteste, was man nutzen kann. Wenn das nicht geht, dann wird RC4 mit SHA benutzt. Schon mal was besser, 3DES. Und ganz hier unten, guckt da mal einer an. AES mit CBC und SHA. Nicht das Schönste, aber funktioniert immerhin. In der Realität bringen die beiden Einträge aber nichts, denn wenn wir hier unten gucken, hier ist so eine Simulation mit den gängigen Browsern und im Prinzip alle Browser, bis auf hier den Internet Explorer 11, der irgendwie RC4 nicht mag, machen hier standardmäßig RC4 mit MD5. Okay, wer jetzt RC4, wem das nicht sagt, ich linke hier einmal von Semper Video was rein, wo er sich schon etwas auslässt. Eigentlich ist es eine komplette Serie, wo er schon Banken da quasi an den Pranger gestellt hat, weil sie es nicht packen, ihre Verschlüsselung hinzukriegen. Aber ich zeige Ihnen nur mal so ein kleines Dokument. Das ist vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Und zwar sind das die Empfehlungen und Schlüssellängen für Verschlüsselung im Internet per TLS, also auch HTTPS. Und das ist die Version 2014.01. Es war aber auch schon, glaube ich, in der letzten oder vorletzten drin. Und wenn wir hier mal runtergehen, ja, Copyright 2012. Ich meine, seitdem ist es schon drin. Und irgendwo hier haben wir Cipher Suites, empfohlene Cipher Suites, Nummer 6, Seite 6. Gehen wir mal ein bisschen runter. Empfohlene. So. Dann haben wir hier ECDHE, DHE, AIS, alles AIS, wie wir hier sehen. AIS, 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 AIS. Hat einer RC4 gefunden? Ich nicht. Also gehen wir mal ein bisschen runter. Was haben wir hier? Oh, noch mehr AIS. Übergangsregelungen. Und was steht denn hier? Der Verschlüsselungsalgorithmus RC4 weist erhebliche Sicherheitsschwächen auf und darf nicht mehr eingesetzt werden. Das gilt jetzt nur für Behörden, aber naja, wenn Behörden schon sagen, ja, nee, RC4, dann, ja, sollte eBay als Finanzdienstleister quasi sich da auch ein bisschen Sorgen machen. Hier unten sehen wir auch RC4 in der Übergangsphase, nur bis 2013 erlaubt bei Behörden, also das darf überhaupt nicht mehr benutzt werden, im Prinzip. Und auch selbst hier SHA-1 als Komponente für die Signaturerstellung. Läuft jetzt quasi aus und man soll bitte SHA-256 oder 384 benutzen. MD5 wird gar nicht mehr erwähnt, weil das schon so lange nicht mehr benutzt werden soll. Also, ja. Und dieses, ja, der Algorithmus, der hier verbockt ist, um es mal so zu nennen, wird im Übrigen auch beim Hauptlogin benutzt von eBay. Und da hilft dann auch kein Norton Secured, also das hier ist einfach nur bescheuert, so einen Verschlüsselungsalgorithmus heutzutage noch zu verwenden, und ich freue mich dann schon drauf, dass demnächst wieder irgendwo was bei eBay verloren geht, also wenn die noch nicht mehr ihre Verschlüsselungsalgorithmen in den Griff bekommen.
dann will ich gar nicht wissen, was da sonst noch immer da hinten dran schief läuft. Und um noch einen oben drauf zu setzen, ich wollte gerade ändern und ein sicheres Passwort darf natürlich in keinem Fall länger als 20 Zeichen sein oder irgendwelche Sonderzeichen, die wir nicht mögen, beinhalten. Ja.